Wir haben jetzt endlich einen Kolben bekommen, by the way. Den hier. Und irgendwie haben wir eine Menge Heiler im BG. Also, Dizzy, Shadow, zwei Heiler, drei Heiler, vier Heiler haben wir. Das ist was sehr ungewöhnliches für die Horde. Normalerweise wären diese ganzen Heiler noch Krieger. Ah, nice. Das tauschen wir am besten gegen Tiefensalz. Sehr gut, wir haben die Kappe. Also sehr, sehr ungewöhnlich. Ich will meinen neuen Ewig-Kolben mal ein bisschen ausprobieren. Nimm ich das Ding? Ich nehme das Ding, oder? JK, lauf einfach vorbei. Ich glaube, der hat keinen Mount. Kann es sein, dass der Willis keinen Mount hat? Ohne Moderati-Becken würde ich mir, glaube ich, nicht geben. Außer ich darf das Ding hier. Ich glaube, dann geht es. Ja, so eine Menge. Ja, direkt ein Disarm hier. Der wird eh babbeln. Hm. Den Kill habe ich mir gejoint. Den habe ich mir auch gejoint. Ich warte kurz auf den Charge, dann gehe ich hier. Gehe ich nochmal rein, ist die Frage. Was ist das hier? Traumzustand. Ah, das ist das von dem. Das ist das von dem neuen Dudu, ne? Sieht ein bisschen aus wie der. Wie das Ding-Talisman aus. TK. Nicht TK, SSC. Was? Pushen jetzt durch hier. Oh, irgendwas tötet mich. Ich habe 1000 Damage bekommen. Hat er mir 2300 Arkanschlag gemacht? Holy moly. Genau, Tsunami-Talisman meine ich. Ja. Oh boy. Aber ich habe auch viel zu dick reingepusht. Ich hätte weiter hinten chillen sollen. So, einmal durch. Wir gehen aber wieder in die Mitte. Zu unseren Priesterfreunden. Aber Tsunami-Talisman war ein cooles Item. Das habe ich nie bekommen auf dem Schurken. Nie. Also damals habe ich Schurke gespielt. Darum. Das Persian geht da mal raus. Ich stack mal ein bisschen Wut für vielleicht hier Sweeping oder so. Hier so ein Ding. Shoutout an Healbot. Danke für die Heilung. So, ich habe Sweeping. Theoretisch kann ich hier mal reingehen. Ne? Guck mal, die beiden sind nebeneinander. Nee. Die beiden. Gib ihm. Sehr gut. Oh no. Es ist zu viel Schaden. Das war alles Uncrit, ne? 1000 von Shadow of Death. 1700 Kahnschlag. Es ist zu viel Damage irgendwie. Der da irgendwie so reinkommt. Aber wir haben vier Basen. SM können wir auch nochmal deffen. Ja. Eigentlich war es gut, dass wir gestorben sind. Muss man ehrlich sagen. Weil dadurch, dass wir gestorben sind, können wir jetzt hier SM deppen. Schnell weg. Charge und gib ein Execute. Jo.
Mein Sohn, so muss ich irgendwie sterben. Na, ich überlebe es ja schon. Wir haben es gedeppt. Wunderbar. Dann gehe ich nochmal aufs Mount drauf hier. Ah, ich habe sogar Essen. Oh, wir haben 5 Basen. Okay, hier kommt ein dickes Ding. Ich gehe mal jetzt ganz schnell sterben, weil... Oh, warte. Ist da gerade ein Healer gespawnt? Aber wenn ich Glück habe, kann ich mich vielleicht hier retten. Mal gucken. Nice, 5 Bases. Nee, ich darf nicht. Schnell wieder zurück. 4 Bases. Ich hatte mich gefreut. Stelle haben wir leider verloren. 10 Sekunden. Ich muss sagen, das Healer-Setup gefällt mir. So, einmal rauf. Aufs Mount. Zack. Okay, die sind wieder dead. Bin mal soweit gerade dabei, noch hier Rang 5 zu fahren für nächste Woche. Da brauchen wir 45.000. Du bist sofort dead. Du kannst nichts machen. Der Schaden ist so hoch in diesem Spiel. Wir brauchen 45.000. Ja, wir haben gefahren 14.000. Der Schaden ist einfach so insanely hoch. Aber wenn ihr euch fragt, wieso alle auf einmal Shadowpriester spielen und Moonkin, das ist der Grund. Ele habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht so viele gesehen. Aber vielleicht spielen auch weniger Leute Ele einfach. Was sind das für Grafikbugs? Seht ihr die? Seht ihr das? Habt ihr gerade diese Bäume hier rumfliegen sehen? Holy moly. Okay, pushen wir damit rein. Ele wurde ich schon öfter im Link noch da umgepumpt. Okay. Aber ich sehe selten welche im BG drin. Also auf der Horden-Seite zumindest. Allianz-Seite sehe ich noch wieder Ele-Shamans, komischerweise. Skill im PvE habe ich Deep Rot gespielt. Let's Raid. Oh, oh. Deep Rot haben wir gezockt. Ja, ich tank im Raid. Ne? Ich tank im Raid. 700, 900. Waren das 900 Damage Uncrit oder waren die gecrittet? Bei 900 Damage Uncrit wäre gar nicht so viel, ne? Hallo Mugi, einen wunderschönen. Ich meine, wenn du vergleichst, 900 Lava Burst. Right, muss Uncrit gewesen sein, ja. Ich denke, ein Lava Burst sollte eher so 1,5 critten. Verglichen jetzt mit Star Search, ne? Aber eigentlich hat man ja nur Crits. Zwei in Furo auf jeden Fall. Ich würde Furor spielen. Weil die Problematik, ich kann es erklären. Also irgendwie habe ich Grafikbugs. Du spielst ja diese Rune hier. Right? Und diese Rune, die kann nicht procken auf Mortal Strike. Blutsturz, Wirbelwind, heldenhafter Stoß. Deswegen, du wirst wahrscheinlich Furor spielen. Entweder Dual Wield oder ne, zwei an Furor. Ist aber eigentlich ganz entspannt zu spielen. Du musst auch nicht mehr dich dann um hier wütender Schlag, musst du dich nicht mehr drum kümmern. Na, weil du spielst Geißelung. Also DPS-Runen werden Geißelung, Blutwoge, CBR. Zweihand Fury würde rasenden Angriff nehmen. Ein Dual Wield CBR, zwei und Führe das hier. Füße würde ich anspornen, das Schreine, wegen Raid, wenn irgendwas schief geht, kannst du alle mal hochziehen. Und dann nimmst du hier entweder den hier oder den hier. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob man den hier spielt würde, ehrlich gesagt. Würde man Quick Strike spielen noch? Macht das irgendwie noch Sinn?
Ja, ohne Raging Blow und so ist ganz anderes Gameplay. Ich meine, im Dual Wield spielst du es noch, aber das ist. Das merkst du gar nicht mehr, dass es da ist. Oder endlose Wut, ja. Welche Klasse in PvE die stärksten? Shadow Priester. Ich würde sagen Shadow Priester Eule, aktuell. Quick Strike. Ich bin mir nicht sicher, ob du die Globals dafür hast, ne? Oder ob du lieber. Weil du hast ja Blutsturz, Wirbelwind, Lähm in der Mitte. Macht es dann vielleicht Sinn, Endless Rage zu nehmen und vielleicht Harmstreams zu spammen, wenn du einen Off-Cooldown hast? Ein oder zwei. Irgendwie ist Feuermatch. Hier war auch ein Vierer, ne? Da ist ein Vierer. Ist das ein Vierer? Ne, das ist natürlich eine Eule. Hier sind leider 10 Leute. Nein, mein Healer ist down. Den noch irgendwie kriegen wäre nice. Nein, ich habe verfehlt. RIP. Hätte ich den nicht verfehlt, hätte ich einen Execute gehabt. Schön, dass die Shadows endlich Spaß haben können, ja. Also Shadow ist komplett. Komplett insane. Auch im Raid. Also nicht nur PvP. Wir haben ihn im Raid drin. Und unser Raid Shadow Priester hat so ein Damage gepumpt. Und auch noch geheilt. Ich kann mir vorstellen, wenn Shadow Priester so bleiben sollte, dann wirst du im Raid einen Shadow mitnehmen und einen Heiler. Weil der Shadow so viel off-healt, dass du im Endeffekt auf einen Heiler verzichten kannst. Das ist schon. Habe ich hier meine Daten noch drin? Zufällig? Nee. Jetzt hätte ich es nochmal gezeigt. Ekelhaft, dass die reinpumpen, die Dinger. Oder einfach 9 DDs und einen Tank, ja. Das stimmt. Hab mal eine Frage, weil ich gerade sehe, dass du den Knüppel hast. Ohne 5er-Gruppe und 2 Heiler und 2 dicken Range DDs kann man nichts machen als Krieger, oder? Nein. Also Krieger ist ein sehr großes Opfer in dieser Phase aktuell. Also ich habe den auch nur, weil ich eine 5er-Gruppe habe. Welche alleine? Ohne Heiler, ohne Range DDs? Ich würde behaupten, ich wurde gecarried. Alleine ist Krieger leider kompletter Müll. Kompletter Müll. Das war schon immer so, ja. Aber es ist ein bisschen extremer, weil alle so viel mehr Schaden machen. Das stimmt, das war schon immer so. Aber es ist nochmal ein bisschen krasser mittlerweile. Also ich sag das, das habe ich schon mal gesagt, aber Krieger macht am meisten Spaß, wenn du Freunde hast. Wenn ich jetzt jemand wäre, der nur alleine spielen kann. Und niemand hätte, mit dem ich zusammen spielen könnte. Ich glaube, ich würde keinen Krieger spielen. Bon. Morgen müsste. Was würde ich dann spielen? Schurke. Weil wenn ich nur ein Singleplayer wäre, würde ich Schurke spielen. Ist ein Melee-DBS, der gut ballert. Und du kannst alleine super viel machen. Morgen müsste Angelwettbewerb sein, stimmt. Wenn er funktioniert, ne? Vielleicht haben sie sich darüber gar keine Gedanken gemacht. Wie kann man seine Sicht so herauszoomen? Meinst du so? Option? Da. Option und dann gehst du Kameraentfernung. Guck mal, seht ihr das Wasser hier? Kameraentfernung, dann auf 2. Irgendwie, wenn du PvP, ja. Das wär's. Du hast die Munition für 2 Gold verkauft.
why not? Das ist aber nicht die beste Munition, oder? Im Game. Wieso kann man eine Lieferung der Fraktion nicht mehr abgeben? Die müssen immer gefüllt sein. Die Lieferung. Wenn sie nicht gefüllt sind, dann siehst du die Dings irgendwie nicht. Ah, die Munition ist für Level 1. Holy moly. Also wenn du einen neuen Char spielen willst, einen Hunter, kannst du dem die Munition geben. Genau, früher ging es ohne Füllung, aber mittlerweile muss es gefüllt sein. GG's. Shadow dazu reinknallen. 900 Ehre. Ich habe vorhin 1,3 bekommen.